Yassas und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie wir unseren beliebten Fisch, unseren Bacalao bzw. Bacalhau auf Griechisch, das ist der Stockfisch, entsalzen. Es ist der erste Schritt, bevor wir überhaupt diesen Fisch weiterverarbeiten können. Und deswegen zeige ich euch heute, was wir dafür benötigen und wie wir den richtig entsalzen. Zum Entsalzen des Fisches brauchen wir 1 Kilo Bacalhau, dann pro Kilo berechne ich 50 Gramm an ganz normalen Tafelsalz. Ich nehme jetzt hier einen griechischen, ihr könnt aber auch ganz normal ein Salz nehmen aus dem Supermarkt und reichlich kaltes und frisches Wasser. Das erste, was ich mache, ist, ich nehme mein Bacalhau und ich schneide ihn ein bisschen. Ja, damit er halt in das Gefäß bzw. in die Schüssel passt, schneide ich ihn ein bisschen kleiner. Also ich habe jetzt nur ein Stück abgeschnitten, einfach nur damit das halt gut in die Form passt und wir es auch bedecken können, komplett mit Wasser. So, jetzt gebe ich es einfach in so eine Form. Zu dem Fisch, der schon gesalzen ist, kommt 50 Gramm an Extrasalz. Das hilft, so komisch es sich auch anhört, den Fisch richtig zu entsalzen. Das Salz kommt jetzt nur einmalig dazu, also 50 Gramm für das Entsalzen, so wie ich euch das jetzt zeige. Jetzt kommt reichlich Wasser obendrauf. Also es sollte richtig bedeckt sein mit Wasser. Der Fisch. So, das reicht. Ich nehme eine Frischhaltefolie, bedecke das, also die Form komplett mit der Frischhaltefolie. Und so wie es ist, gut verpackt, kommt es in den Kühlschrank. Und alle 6 Stunden wechsle ich das Wasser, gebe aber nicht extra Salz dazu. Das kommt nur einmalig, wie ich eben auch schon gesagt hatte. Und alle 6 Stunden wechseln wir, also schütten das Wasser, was in der Form ist, weg und wir bedecken wieder den Fisch komplett mit frischem, kaltem Wasser. Das machen wir 2 Tage lang. Es ist wichtig, diesen Fisch richtig gut zu entsalzen, damit wir auch ein besseres Ergebnis haben. Und vor allen Dingen auch einzuhalten, alle 6 Stunden ja, frisches Wasser halt zu wechseln. Nach 2 Tagen sieht mein Bacalhau nun so aus. Er hat halt diese Konsistenz bekommen, so sieht er auch richtig gut aus und ist fertig zur Weiterverarbeitung. Nach 2 Tagen habt ihr ein super Ergebnis und ihr könnt den Bacalhau weiterverarbeiten. Entweder, wie die Portugiesen es mögen, in Stockfisch-Kroketten. Die sind auch unheimlich lecker und Bacalhau wird in Portugal auch sehr, sehr gerne und sehr viel gegessen dort. Genauso wie bei uns in Griechenland. Wir lieben den um den Fastenzeit sehr, aber man kann den auch das ganze Jahr über essen. Ich wollte euch einfach die Tipps geben, wie ich halt den Bacalhau richtig entsalze. Es dauert eben diese 2 Tage, damit wir auch ein super Ergebnis bekommen. Und der nächste Schritt ist, man entfernt die Gräten und die Haut und dann kann man es in Portionen schneiden und in Wirtteig ausbacken. Das habe ich in einem extra Video fertig gemacht für euch. Diesen verlinke ich in der Videobeschreibung und ich hoffe, ich habe euch oder konnte euch ein paar gute Tipps geben, wie ihr richtig den Bacalhau entsalzen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Yassas! Yes.